Jo, servusle zum 13. Adventskalendertürchen. Wir zocken heute ein ganz besonderes Game mit dem lustigen und kurzen Titel Feist. Schauen wir uns mal das Ganze hier an. Neues Spiel, neues Glück. Der geneigte Zuschauer wird sofort erkennen, dass es in Richtung Limbo geht. Eine Mischung aus Limbo und die, wo die wilden Kerle wohnen oder so ähnlich. Es ist ziemlich stimmungsgeladen und optisch, ja, in diese wie soll ich es nennen, diese Scherenschnitt-Optik macht einiges her. Es gefällt mir sehr gut, das Game. Kam im Übrigen 2016 raus und neben der Steam-Version gibt es auch eine Version für die PS4 und die Xbox. Und entwickelt wurde das Ganze hier in der Schweiz von Schweizer Entwicklerteam. Der Name ist mir jetzt allerdings entfallen. Irgendwie Bits and Beasts oder so ähnlich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, wir steuern jetzt gerade diese Kiste, die hier an einem Schnürchen hängt. Und müssen uns aus derselbigen befreien. So, jetzt muss ich schauen, dass ich die Kiste jetzt ins Rollen bekomme. Oder zum Rollen oder wie auch immer. Es sieht nicht nur so aus wie Limbo. Es steuert sich auch so. Es spielt sich auch so wie Limbo. Na komm, komm, komm. Komm, wir müssen an Fahrt gewinnen, um aus der Kiste zu kommen. So, und schon sind wir frei. Und was müssen wir erkennen? Wir sind ebenfalls ein Monster, möchte ich jetzt nicht sagen, Monsterungeheuer. Wir sind eine kleine behaarte Kugel. Mehr wird allerdings nicht verraten. Wir wissen nicht, wer wir sind, warum wir in der Kiste waren, was wir dort gesucht haben, wer uns da eingesperrt hat und wieso wir überhaupt hier sind. Wir wissen eigentlich gar nichts. Ansonsten folgt den ganz normalen Physiken wie Limbo eben auch. Nur mit dem Unterschied, dass hier vom Spieler verlangt wird, sich öfter mal zu wehren. Das war bei Limbo ja nicht oft der Fall. Hier schon. Zack, schon werden wir hier attackiert von irgendeinem Stacheltier. Und geh weg. Der Pilz schützt mich. Von diesem komischen Teil da. Wir können diese Fliegen einsammeln. Ob die allerdings irgendwie einen Nutzen haben, weiß ich nicht. Vielleicht füllt es unsere Energie auf oder so. Insektennahrung soll in Asien ja ziemlich beliebt sein. Fliegende Collectibles. Jetzt geht's nicht mehr, komischerweise. Aber ich kann danach greifen. Beziehungsweise schubsen. Was es für einen Sinn haben soll, Fliegen zu schubsen, ich weiß es nicht. So. Jetzt muss ich da oben rauf, da unten scheint Wasser zu sein. Da ist meine Sprungphysik eingeschränkt und ich komme nicht auf den Pilz rauf, so jetzt. So. Oh. So, jetzt muss ich über den Jungen hier drüber. Genau, und spring genau rein. Verdammt, geh weg. Geh weg, du ominöses Stacheldingens. Das hier ist der Oberstacharoni. Komm, verpiss dich. Verpiss dich. Ich mag dich nicht. Ja, ich glaube schon, dass diese Fliegen unsere Energie auffüllen. Allerdings sehe ich hier keinerlei Anzeige. Wenn ich hier ins Menü gehe. Nein, ich sehe hier nichts. Ich habe keinerlei Energieanzeige. Ich weiß allerdings, dass ich nach ein paar Treffern down gehe. Hoppala, da bin ich. Er steckt nur ein paar Treffer ein, unsere knuffige kleine Kugel hier. Und danach geht sie in die Knie. So, wir können gelegentlich auf Ästen emporklettern. Und schon kann ich die Fliegen nicht mehr einsammeln. Durchaus möglich, dass meine Energie jetzt voll ist. So genau weiß ich das nicht. Ah ja, ich kann also das Ziebele, den Tannenzapfen, bei uns heißen die Busselkäh, kann ich also schubsen. Warum? Keine Ahnung, weil es schön ist.
Oh oh, der ominöse Stachler. Kann ich den da bashen mit dem Teil? Das probieren wir jetzt mal aus. Nein, ich kann... Ah, ich kann ihn verschieben. Eine Stachelraube. Eine Stachelraube. Und nochmal. Oh oh, jetzt sind sie zu zweit. Ungeil. Ungeil, ungeil. Wie mache ich das? Ah, ich kann es aufheben? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Gerade so drüber kommen. Da ist Spiel um einiges mehr Mechaniken und um einiges mehr Herausforderungen als Limbo. Gut, Limbo war jetzt nicht das einfachste Spiel. Ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, oder ich würde mal schätzen, so 50% des Games in diversen Livestreams gezockt. Limbo meine ich. Verdammt. Was bei der Community relativ schlecht ankam, sag ich jetzt mal. Verdammt, du sollst dir dahinter rollen, ich will dich da vorne haben. Aber vielleicht hat die Community ja mehr Interesse an dem Let's Play. Könnte auch daran liegen, dass zur damaligen Zeit Limbo überall präsent war. Und man da irgendwann mal die Schnauze voll hat. Bin ich jetzt am Levelausgang? Hammer! Das erste Level geschafft. Level mehr oder weniger. Weiß gar nicht, ob das Game sowas wie Level hat. Der erste Abschnitt. Also der erste Abschnitt ist geschafft. Finde ich schon mal geil. Jetzt kommen wir in den absoluten Blind-Bereich. Jetzt wird's hardcore blind. Für den Doschen. Hier überall diese Rauben. Was ist das hier eigentlich? Jukinjau! Wer rechnet denn mit sowas? Wer rechnet denn mit sowas? Dass mir gleich erschossen wird, wenn man über Schnürchen stolpert? Okay, das heißt, ich muss mich hier wieder was einfallen lassen. Kann ich das Teil hier nehmen? Das sieht nicht so aus. Nein. Das heißt, ich muss hier an den Rand, wenn das geht. Und schon bin ich erschossen. Vermaledeit. Hm. Wie geht denn das? Ah, da unten ist... Oh, Glück. Glück, Glück, Glück. Komme ich jetzt da durch? Ja, es geht. Da oben wäre eine Liane. Kann ich mich an der festhalten? Gucken, komme ich da überhaupt drauf? Nein. Komme ich nicht. Oh, es leckt ein bisschen. Irgendwas scheint da im Hintergrund zu laufen. Was das Ganze leggy macht. So, machen wir es auch so. Erst auslösen und dann abhauen. Oh, oh, die Stachelraupe. Die Raupe of Doom. So, wir brauchen dich. Und dann bring uns mal nach oben. Hoppala, das war nix. Komm schon. Oder wir machen es so. Übers Ästchen. Das geht natürlich auch oder auch nicht. Schade. Hä? Ich komme nicht da hoch? So, jetzt sind wir oben. Noch mehr Stacheronis. Stachelrauben. Ha. Ich muss vermutlich darauf. Und dann darüber. So geht's. Ja, die Rätsel halten sich am Anfang natürlich noch in Grenzen. Aber es wird mit Sicherheit, mit der Zeit, hardcore-mäßig. Aha, aha, oh oh. Der löst Fallen aus. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Schon bin ich down und wurde hier verhauen. Ja, eigentlich mehr aufgespießt. Ich muss aufpassen, diese komischen Rauben lösen die Fallen ebenfalls aus. Das ist ja ungeil. So. Ist die Raupe tot? Nein, die kommt hier angeschissen. So. Die sterben nicht, die Schweine. Das ist ja mies. Die sterben nicht, aber mich lassen sie sterben. Bam. Ist die Raupe jetzt tot? Doch, jetzt ist sie tot, oder? Jetzt scheint sie tot zu sein.
ordentlicher Treffer, dann geht auch so eine Raupe down. Da unten ist eine Falle, die man auslösen muss, oder was? Hä, wozu? Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier? Ist es ein... Oh, ich kann hier... ich kann dich verkloppen. Ach, der will mich fressen. Das war einer meiner Landsleute oder was auch immer. Oh oh. Jetzt zurückgeschmissen, die Sau. Das war so ein Dingens wie ich, was immer ich auch darstellen soll. Der da quasi, hoppala. Der da quasi gefäschpert wurde. Verdammt, ich hab's vergessen. Der da überm Lagerfeuer hing. Geröstet wurde. Ich bin... Was bin ich eigentlich? Ein Puschel? Ein Puschel mit Armen und Beinen? Durchaus möglich. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss den Kasper dahinter locken. Stimmt's? Genau, da ist er. Alter, ist der schnell. Komm her. Genau. So. Und dann ist er down und löst sich auf in seine Haare. Oh oh. Oh oh, es hört sich böse an. Ach, weil ich den getötet habe, geht hier der Felsen auf. Das ist ja interessant. Entbehrt sich zwar jeder Logik, aber was soll's. Ich sehe nichts mehr. Haben wir auch das zweite Level oder den zweiten Abschnitt gemeistert. Ist ja heili geili. Meine Waffe ist weg. Die kann ich also nicht in den nächsten Abschnitt mitnehmen. So, die Falle lösen wir mal nicht aus. Vielleicht brauchen wir sie noch. Was zum Schmeißen habe ich allerdings auch nicht. So. Die Stachelhainers gebasht. Immer schön unter den Pilzen verstecken. Kann ich dich verdreschen? Doch, dass man sich da wehren kann, das gefällt mir. So einiges spaßiger wie Limbo. Bam! Und schon rein in den Strick und die Falle ausgelöst. Hm. Das war wieder mal semi-optimal, Doschen. Das hast du wieder super gemacht. So, hier drüber. Hier drüber. Da drunter. Falle auslösen. Die Viecher töten. So, jetzt überlegen, wie wir das drüben machen. Ich muss da runter. Stecken, schnappen. Das Ding ins Verdreschen. Oder soll ich irgendwas mit der Kugel machen? Soll ich irgendwas mit der Kugel machen? Kann ich die da schieben? Geht es? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Ah. So geht es. Interessant. Batz. Sieht aus wie so eine Kacke-Kugel, wie diese Mistkäfer sie haben. Wird wohl keine sein, hoffe ich. Rollen wir mal ein bisschen die Kacke-Kugel durch Level. Ja, ich denke, das Spiel sorgt für Kurzweile. Da lässt sich einiges... Oh, verdammt, daneben. Oh, und tut in die Raupe mit nimmer satt. Die stachelige Raupe nimmt. Oh, das war knapp. Ja, es ist auch schon wieder ein Haufen Blind Chamberei dabei. Komm runter, du Sack. Oh, muss man schon aufpassen hier. So, gebasht. Und die Raupe ist auch dabei. Ja, genau. Jetzt pissen sie mir zu zweit ans Bein. Geh weg. Ups. Haben wir noch... Ist hier... Kann ich das hier nehmen? Verdammt, aber nur einmal. Immer so ein Stecken geht nur einmal. So, hier ist was angesagt? Skill oder Geschwindigkeit? Oh, die Raupe möchte mir ans Leder. Die vermaledeite Raupe. Wie mache ich das jetzt da? Wie mache ich das? Ja, einmal da drüber und schnell... Verdammt, ich bin da hängen geblieben.
ist ja mies. Jetzt wird's Zeit hier für ein paar Fliegen oder sowas. Sonst geht der Doschen drauf. Da sind Fliegen. Da sind Fliegen. Oh oh, oh oh, Stacheroni. Stacheroni. Gib mir die Fliegen. So, und weiter im Text. Oh, ich mit den Kunden da voll daneben, Alter. Voll daneben. Weil es gar nicht so einfach, die zu treffen. Und schon bin ich tot. Ja, das mit dem Treffen muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Da brauche ich noch ein bisschen Übung drin. So. Aufs Maul. Oh, verdammt. Genau da rein. Genau da muss die Raupe warten. Vermaledeite Raupe. Kann ich da unten so ein Dingens da? Kann ich? Verdammt. Ich will was verdreschen. Am besten dich. So. Die Raupe ist leider nicht beschbar. Ich kann sie... Oh, verdammt, daneben. Wieder mal daneben. Komm, lass mich da durch. Lass mich da durch. Ich kann sie nur zurückkatapultieren, aber sterben tut sie nicht. Während hier diese Teile hier durchaus sterben. Diese Stachelfliegen. Verdammt. Geh weg. Stech die Raupe, aber doch nicht mich. Oh, Fliegen. Fliegen? Frag mich, was das im Hintergrund ist, was da runterkommt. Ist das Schnee? Oh, oh, was bist denn du, Moskito? Ja, genau. Schießstacheln, ich glaube, es hackt. Geh weg. Mann. Muss ich mich wehren? Muss ich mich wehren? Batz. Kann ich jetzt mit dir was machen? Der liegt da rum. Habe ich ihn gegen die Raupe gedonnert? Nein, ich kann die Rauben nicht töten. Das ist schade. Finde ich mega schade. Bam. Oh, die ist da reingefallen. Nochmal eine Raupe. Komm, verpiss dich hier. Ich muss da rauf. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, für all jene, die zum ersten Mal zuschauen. Dies hier ist mein Adventskalender. Ihr habt nun die Möglichkeit, mittels der Daumen nach oben und nach unten Funktion abzustimmen, welches Let's Play ihr gerne 2018 beim Doschen oder auf dem Doschen... da ist ein Bösling. Geh weg, geh weg. Alter, das ist mal voll einer der Waffel. Geh weg. Der will mich festsperren und schon hat er mich. Ja, genau. Schmeiß mir das halbe Level. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Der hat doch mal voll einen an der Breze, Alter. Der ist doch nicht mehr ganz sauber. Ihr könnt wählen, welches Let's Play ihr 2018 auf dem Doschen seinem Kanal sehen wollt. Dazu müsst ihr einfach nur die Daumen nach oben und nach unten Funktion nutzen. Jetzt bin ich hier der Sackgasse. Sackgasse ist ungeil. Kommt jetzt der Kasper nochmal? Oder ist er weg? Oh, oh. Ich komm da nicht nuff. Nein, ich komm da nicht nauf. Wie machen wir das? Hm. Wie machen wir das hier? Was ist das da oben? Hä, was ist das hier? Na komm, nimm das Teil nochmal. Ich will wissen, was das ist. Ach, das bleibt dann da kleben. Kann ich jetzt da drauf stehen, ja? Ah! Auf jeden Fall, wenn ihr ein Let's Play, ein bestimmtes Let's Play auf meinem Kanal sehen wollt, also eins vom Adventskalender, dann müsst ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr dieses Spiel hier zum Beispiel auf keinen Fall sehen wollt, weil es euch nicht gefällt, auf den Sack geht oder sonst was, dann einen Daumen nach unten geben. Und... Kann ich das auch wieder wegschmeißen? Ah ja. Und wenn es euch vollkommen egal ist, gar nichts drücken. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich glaube, ich stecke gerade fest. Ich
bräuchte eins von diesen Teilen. Von diesen Klettverschlussteilen, aber wie komme ich da rauf? Verdammt, so fahre ich wieder runter. Irgendwo wird es hier weiter. Da sind noch ein paar. Vielleicht muss ich die alle mitnehmen, aber ich komme da nicht auf. Ich komme doch nicht nuff. Menno, ich komme doch nicht nuff. Nicht so weit. So, komme ich jetzt darauf? Nein. Nicht mal, wenn ich wollte, komme ich dann auf. Etza! Nehmen wir mal alle beide mit und gucken, was passiert. Vielleicht ist es ja praktischer, noch einen Ersatz zu haben. So. Den nehmen wir damit. Und jetzt einmal nach oben, bitte. Jetzt könnten wir hinten raufkommen, mit ein wenig Glück. Mit ein wenig Glück. Muss aber nicht. Hier zum Beispiel. So. Verdammt, ich falle durch. Verdammt, ich falle durch. Das ist ungeil. Dann schon wieder durchfallen, der Doschen hier. Warum falle ich da durch? Warum kann ich nicht mehr drauf stehen? Verdammt. Doch, das ist mit Sicherheit möglich hier. Ich muss nur richtig springen. So. Nein, ich bleib da oben hängen. Und? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm schon. Komm schon. Ach, komm schon. Kleiner Feist. Ja, im Übrigen habe ich mal nachgesehen. Feist kommt aus dem Hochdeutschen, aus dem Althochdeutschen. Jetzt sind wir oben. Und ist verwandt mit Feizen. Und bedeutet so viel wie Fettleibigkeit, Übergewicht, mollig, dick und so weiter. Wusste ich nicht. Ich dachte, das heißt ja mehr sowas wie frech. Ein feistes Grinsen. Hat nichts damit zu tun, dass jemand frech grinst, sondern dass er ein fettes Grinsen im Gesicht hat. Fand ich ganz interessant. So, wir sind oben, alle, wir sind oben. Und schon sind wir wieder unten. Wir sind oben, alle, wir sind oben. So, müssen wir hier ein bisschen über die Bäume. So. Und Action. So. Wird wohl bald der Levelausgang kommen. Da ist er. Okay, Leute. Das war die Geschichte mit Feist. Wie gesagt, wenn ihr von diesem Game hier ein Let's Play sehen wollt, Daumen nach oben. Wenn ihr von diesem Game auf keinen Fall ein Let's Play sehen wollt, Daumen nach unten. Und wenn es euch piepe, schnurz, egal ist, gar nichts drücken. Mich würde schon interessieren, was es mit diesen Viechern hier auf sich hat. Warum sie uns jagen und warum sie uns fressen wollen. Warum ist der jetzt geplatzt? Beamt der sich? Was ist das für Kasper? Wie dem auch sei, ich beende das Ganze hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Türchen sage ich Servusle. Ah ja, Dosten.